Nigel de Jong bei Mainz 05 hört sich schon geil an. Nigel, willkommen bei uns. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Aber erklär uns kurz, wie das zusammenpasst. Also Hamburg, dann Man City, dann Mailand, dann LA, dann Istanbul und jetzt hier bei uns in Mainz. Wie passt das? Warum Mainz 05? Ich glaube, ich muss sagen, das hat alles mit Fußball zu tun. Ist nichts anderes. Natürlich ist die Bundesliga, was noch immer sehr attraktiv ist. Ich kenne die Bundesliga und ich bin einfach sehr froh, dass ich hier die Chance habe bekommen, um wieder in die Bundesliga zu spielen. Für ein tolles Verein wie Mainz. Immer attraktiv Fußball, die versuchen immer Fußball zu spielen. Super Organisation, super Leute. So, das ist mir egal, was für Stadt es ist. Aha. Hauptsache, das geht mir um Fußball. Und hier, du prüfst das schon hier, die Leute und wie die Leute sind. Hier, das ist alles, das geht nur um Fußball. So, das passt also. Das passt, ja. Was sagst du denn denen, die sagen, mit 33 ist man als Fußballer schon ein bisschen alt? Das sind alle mentale Sachen für mich. Wie alt du bist, das ist eigentlich egal. Hauptsache ist, was für Leistung du bringst auf dem Platz. Und ich fühle mich noch immer stark. Ich habe noch immer die Qualität, um Fußball zu spielen. Und deswegen bin ich auch hier. Die eine Szene, die müssen wir natürlich auch besprechen. Die hängt dir wahrscheinlich die ganze Zeit schon hinterher, 2010. Ja. Natürlich. Irgendwie das Image ist dann ein bisschen rauer geworden, obwohl du, glaube ich, in deiner Bundesliga-Zeit keine einzige rote Karte bekommen hast. Also, wie gehst du damit um? Doch, ich glaube, dass ich schon eine rote Karte bekommen habe in der Bundesliga. Ja. Ja. Aber schon das ist egal, das ist in die Vergangenheit. Und, aber das ist auch normal, wenn so ein Image dann noch bei jedem noch in seinem Kopf steht. Das ist auch normal, aber um ganz ehrlich zu sein, ich bin ein Typ, der auf dem Platz alles gibt und ich bin total anders auf dem Platz, neben dem Platz. Und, aber auf dem Platz bin ich 100% für Arbeit und Mentalität. Und manchmal kommt da eine Karte um die Ecke schauen, aber das gehört dazu. Genau, das muss man dann mitnehmen. Was sind denn die Stärken, die du in der Mannschaft noch einbringen kannst jetzt? Ich glaube schon die Erfahrung. Ich habe einige Spiele gesehen und diese Saison auch viele Spiele von Mainz gesehen. Und das ist eine sehr junge Mannschaft. Ich spiele natürlich sehr attraktiv Fußball, aber das wird noch ein bisschen die Mentalität. Sicherlich in die zweite Halbzeit am Ende des Spiels. Mhm. Und ich kann meine Erfahrung natürlich nutzen. Nicht nur deren Leistung auf dem Platz mit meinen Füßen, aber auch von mental aus und von meiner Leadership aus. Und ich hoffe, dass ich dabei eine große Rolle kann spielen diese nächsten 6 Monate. Also der erste Eindruck stimmt auf jeden Fall schon mal, das passt. Und wir freuen uns drauf, sind mega gespannt drauf. Willkommen Mainz, schön, dass du hier bist. Danke dir. Oder so. Oder so. Ja.